Unsere Lebensmittel werden immer teurer und nicht jeder hat einen Garten, in dem er sich frische Lebensmittel anpflanzen kann. Es gibt aber mittlerweile auch im 3D-Druckbereich die Möglichkeit, sich eine sogenannte Vertical Farm drucken zu können. Und wenn du wissen willst, was das ist und wie du das geht, dann bleib dran. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Mäckerlein. Ich bin die Maggie von Mäckorama.de und heute reden wir mal über das Thema Vertical Farming in Bezug auf 3D-Druck. Wir merken alle, unsere Lebensmittel werden immer teurer, dank der Inflation, die wir aktuell haben. Und wie eingangs schon erwähnt, hat nicht jeder einen Garten zu Hause, um sich seine Lebensmittel selbst anzupflanzen. Und von daher finde ich, ist das Thema immer wichtiger. Im Netz findet man auch schon mittlerweile sehr viele Daten zum Downloaden, wo man sich seine eigene hydroponische Farm oder Vertical Farm drucken kann. Mich hat allerdings keines von diesen Projekten begeistert und von daher habe ich mir überlegt, okay, ich starte einfach mein eigenes. Aber bevor wir damit beginnen, habe ich noch mein Anliegen in eigener Sache. Über 50% meiner Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Solltest du dazugehören, würde ich mich tierisch freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Das ist für dich vollkommen kostenlos. Und wenn du sagst, ey Mac, ich habe noch mal den einen oder anderen Euro übrig, um dich zu unterstützen, gerade bei solchen Projekten, die dann noch ein bisschen Zeit und Geld kosten und auch an das Video-Equipment entsprechend ein bisschen zu unterstützen, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn du mal unten in der Videobeschreibung auf den Link zu Patreon klickst und dir dort mal die Belohnungen anschaust, die es dort gibt. Da gibt es nämlich Sticker, Schlüsselanhänger, Bonus-Content, Gewinnspiele und mehr. Von daher vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Wie ich eben schon erwähnt habe, es gibt schon einige Projekte im Internet. Wenn man genauer sucht, findet man schon die ein oder andere hydroponische Farm bzw. vertikale Farm. Auch ein paar professionellere Modelle, die dann von irgendwelchen Anbietern im Netz für teures Geld angeboten werden. Ich habe mir auch ein paar von diesen auf Messen oder auch vor Ort entsprechend bei so einer kleinen Vorstellung entsprechend angeschaut und die haben mich alle nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das Ganze steckt auch noch arg in den Kinderschuhen. Es gibt ein paar Modelle, die aus China hier rüberkommen, die aber nicht den Funktionsumfang haben, den ich mir vorstelle. Und von daher habe ich mir gesagt, okay, bevor ich jetzt noch lange rumsitze und überlege, ich meine, das ganze Thema beschäftigt mich schon seit einer Weile, werde ich einfach mal ein komplett eigenes Design entwerfen und werde das dann auch mal drucken und gucken, ob das funktioniert, austesten. Und wenn das funktioniert, werde ich es euch auch gerne anbieten. Und deswegen ist das heute der Beginn einer Videoserie, wo ich das Ganze Stück für Stück dokumentiere, wie ich es baue, was meine Erfolge, was meine Fehlschläge sind. Und dann könnt ihr daran teilhaben und könnt am Schluss entweder euch selbst so ein Teil bauen oder aber auch einfach das fertige Teil von mir kaufen. Ich zeige euch mal, wo ich momentan laut aktuellem Stand bin. Erstmal die Ausgangslage. Ausgangslage sind solche kleinen Töpfchen hier, das sind 5 cm Satztöpfchen, das habe ich mir jetzt von einem Bekannten geborgt, vielen lieben Dank dafür nochmal. Das ist sozusagen die Ausgangslage dafür und im Prinzip muss man erstmal nur wissen, dass dieser Umfang hier 5 cm ist und muss ein entsprechendes Loch dafür bauen. Das habe ich glücklicherweise First Try mittlerweile hinbekommen, auch in der richtigen, im richtigen Winkel, dass das alles auch ordentlich passt und auch dann genug später im Wasser steht. Und was ich da designt habe, zeige ich euch jetzt mal. Das erste, seht ihr schon, ist ein Fehldruck gewesen. Da hat sich irgendwo das Filament verhakt, weil das Ethan sich dann auf der Rolle irgendwo verknotet hat. War natürlich super. Ich habe es gemerkt, als ich dann irgendwann vom Gassi gehen mit dem Hund zurückgekommen bin. War nicht so wirklich prickelnd, aber die Druckqualität hat mir gefallen. Die Farbe gefällt mir. Von daher wird wahrscheinlich das finale Produkt erstmal in einer Art Marble sein. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ist erstmal ein Test. In dem Marble hier von Ethan wird es auf jeden Fall nicht sein, weil das Material einfach zu brüchig ist. Zeige ich euch gleich nochmal warum. Und es wird auch nicht vom Design her, ist das nicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, also da sage ich gleich nochmal was dazu, was dann entsprechend ich da noch ändern würde. Gibt es einige Punkte, die ich noch ändern würde halt entsprechend. Genau, aus der Version habe ich dann nochmal eine vollständige Version, dann eins oder zwei Versionen danach gedruckt. Das ist dann dieses Teil hier und da sieht man schon, plopp. Ohne diesen Satztopf überhaupt zu haben und ohne überhaupt an diese Aussparung herangegangen zu sein, hat das wirklich First Try funktioniert. Ich finde, das sieht richtig geil aus, gerade im Kontrast halt dieser schwarze Satztopf mit dem weißen drumherum, sieht schon ziemlich cool aus. Passt also, ja. Ich habe dann aber gemerkt, dass hier die Nut und die Feder, die ich gebaut habe, irgendwie nicht ganz hundertprozentig aufeinander passen. Das heißt also, ich kriege die Teile nicht perfekt zusammen. Da musste ich also auf jeden Fall nochmal ran. Und wenn man sich das Ganze genau anguckt und von hinten sieht, da ist diese Spirale ist nicht ganz durchläufig. Da komme ich auch nochmal gleich dazu, was dann da entsprechend nicht so ist, wie ich mir es vorstelle. Dann habe ich noch meine Version mit dem Play-Doh, wo ich noch ein bisschen übrig hatte, zusammengeklebt. Übrigens, by the way,
So eine kleine, naja, so ein kleines Mini-Update zum Thema Playcrew. Wir sind gerade dabei, das zu produzieren. Ihr seht im Hintergrund schon, habe ich die Verpackungen aufgebaut. Wir haben im Lager hinten schon alle Verpackungen aufgebaut. An alle, die das interessiert jetzt entsprechend, die mich schon angeschrieben haben. Es gab viele Anfragen. Ey, Maggie, wann wird er dann endlich verfügbar sein? Wir sind gerade dabei, den Kleber zu produzieren. Wir warten halt immer auf die einzelnen Bestandteile vom Kleber, ja. Ich habe auch viele Nachrichten von Unterstützern bekommen, wo ich dann einfach mal ein Update rausgehauen habe und gesagt habe, ey, ja, wir haben den ersten Batch sozusagen, die ersten paar schon mit den Resten, die wir hatten, zusammengemischt, aber das reicht noch nicht, um alle Kickstarter-Unterstützer gleichzeitig im Prinzip zu beliefern. Und wir warten jetzt noch mal eine Woche, bis hoffentlich die anderen Materialien eingetroffen sind und dann produzieren wir das. Dann kommen die Tuben zu uns, werden etikettiert, werden in die Verpackung gesteckt und werden dann rausgeschickt an die Unterstützer. Und dann, wenn alle Packungen entsprechend versendet worden sind, dann könnt ihr das auch ganz normal im Shop bestellen. Oder auch, ich bin gerade dran am das Ganze am Eintragen, dass ihr das Ganze auch auf Amazon entsprechend finden könnt. Irgendwann, es kommt drauf an, wie schnell Amazon da ist. Ja, also das, ja, dauert alles ein bisschen. Es dauert alles länger wie gedacht. Wir hatten gedacht, okay, die Kampagne ist gefundet und wir können jetzt direkt loslegen und Kickstarter überweist direkt am nächsten Tag das Geld. Nee, Pustekuchen. Die haben sich erstmal 1 bis 2 Wochen Zeit gelassen, um überhaupt zu überprüfen, ob denn alles mit rechten Dingen zugelaufen ist bei der Kampagne und haben dann erst das Geld freigegeben und haben es dann überwiesen. Das hat dann also so ungefähr 1 bis 2 Wochen plus nochmal 3 Tage für die Überweisung gedauert. Und dann erst konnten wir wirklich die Materialien bestellen. Deswegen, es dauert noch ein bisschen. Seid bitte geduldig mit uns. Wir geben echt Gas, dass wir das Zeug noch rausbekommen. Und wir hoffen, dass uns nicht die Preise jetzt irgendwie um die Ohren fliegen. Aber das sollte erstmal für die ersten, da wir die Materialien schon bestellt und bezahlt haben, erstmal alles in trockenen Tüchern sein. Deswegen erstmal cool bleiben. Kartons haben wir auch genug. Ja, also von daher alles kein Thema mehr. Genau. Da hatte ich auch noch ein bisschen Playcrew übrig gehabt und habe das mal zusammengeklebt, dass ich einfach mal so ein bisschen Vorgeschmack davon habe. Ich habe sehr viel gekleckert, wie man sehen kann. Und so ungefähr soll das später dann, ich hebe es mal vorsichtig hoch, weil es ist noch nicht ganz geklebt. Das ist logisch, ja, lohnt sich auch gar nicht. So ungefähr soll das später aussehen. Immer im Versatz entsprechend hier die Töpfchen dann rein. Ich packe das mal hier rein. So immer im Versatz da rein, dass wenn das Wasser hier hinten runterläuft, dass es dann von dem einen hier vorne direkt ins nächste reinläuft. Das klappt noch nicht so ganz. Und da sind wir schon gleich beim nächsten Punkt. Ich nehme mal das Einzelne, sonst sieht man das nicht gut. Hier hinten sieht man entsprechend schon mal, dass das Töpfchen drin sitzt und dass hier unten das Wasser halt reinläuft und rausläuft. Aber wir haben uns überlegt, also ein Bekannter und ich, mit dem ich das entwickle jetzt langsam, dass wir hier unten nochmal ein bisschen was ändern müssen, dass das Töpfchen richtig schön im Wasser drin steht, weil im Wasser sind natürlich die ganzen Nährstoffe drin und es reicht halt nicht, dass hier unten noch so eine Rille drin ist. Das sind alles so Erfahrungen, die wir machen. Wir werden jetzt erstmal den nächsten Prototyp mit der Zeit bauen und gucken, ob das funktioniert und dann so Stück für Stück einfach aufbauen. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch soweit ein bisschen. Aber wir werden jetzt auch schon mal gleich weitermachen. Wir werden jetzt nicht an diesem Teil weitermachen. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt, sondern wir machen erstmal von ganz unten. Fangen wir erstmal an. Ja, also wir werden mal ganz unten jetzt anfangen. Ihr seht, ich habe meinen Laptop hier stehen. Ganz unten anfangen in Fusion 360 mal den Boden zu designen und mal das Ganze so zu gestalten, dass man es auf einem herkömmlichen Drucker drucken kann. Und nein, das Ganze wird nicht mit einem PLA oder ABS oder was auch immer 3D gedruckten Behältnis sein, wo das Wasser da direkt reinkommt. Ich möchte natürlich nicht, dass einem nachher später die Bude unter Wasser steht. Das war auch das, was ich bei dem einen oder anderen kritisiert hatte, dass der dann entsprechend keinen Wasserbehälter drin hatte oder wo ich gesagt habe, okay, da ist aber ein Wasserbehälter drin. Was ist, wenn da mal ein Riss drin ist aus der Richtung, kommt man gar nicht mehr ran. Das sind alles so Probleme, an die man denken muss, wenn man sowas entwickelt. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, oder wir haben uns dazu entschlossen, dass wir einfach ein ganz stinknormales Weithalsfass kaufen und darum dann entsprechend unser Gehäuse aufbauen, beziehungsweise unsere Elektronik ranpacken und halt noch mehr ranpacken. Alles werde ich euch nicht verraten, weil das soll natürlich am Schluss so ein fertiges Produkt sein, was man auch verkaufen kann. Aber so ein bisschen grob den Prozess werdet ihr mitbekommen. Genau. Das Ganze soll natürlich auch, wen überrascht es, ja, jetzt nicht irgendwie so groß sein, dass man es nur in, was weiß ich, irgendwo in Fabrikhallen unterbringen kann, sondern das Ganze soll natürlich auch wirklich für zu Hause dienen. Das heißt also, das Weithalsfass fasst irgendwas um die 15 Liter, glaube ich, 15 bis 20 Liter. Ist schon groß, ist schon ordentlich. Aber ist auch nicht so groß, dass man es nicht irgendwo vielleicht in sein Wohnzimmer stellen könnte. Und das Ganze soll dann wirklich maximal 2 Meter hoch sein. Beziehungsweise wenn man sagt, okay, man hat eine höhere Deckenhöhe, kann man es auch noch größer gestalten.
dass man es modular immer schön Reihe für Reihe aufbaut. Aber grundsätzlich soll diese Basic Farm sein oder dieser Basic Garden dann wirklich 2 Meter maximal hoch sein mit dem Fass unten drin und mit der Verkleidung für das Fass. Und in der Verkleidung für das Fass kommt natürlich noch mal ein bisschen was rein. Und das Ganze soll natürlich dann auch bei jedem zu Hause im Wohnzimmer stehen können und auch später über eine Weboberfläche entsprechend ansteuerbar sein. Also ihr merkt, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das Ganze machen könnte. Und habe dafür auch schon mal das Bodyboard von dem, das alte Bodyboard, das Original Bodyboard, was im Prusa Mini drin war, schon mal repariert. Und oder versucht zu reparieren, ob es wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich nochmal ein neues bestellen, wenn es dann irgendwann mal nochmal ein neues Bodyboard gibt. Ja, also momentan sind sie überall vergriffen. Ich habe geguckt auf AliExpress und bei Prusa, ich habe es nirgendwo gefunden. Wenn ich es bei Prusa nochmal finde, werde ich es vielleicht da bestellen. Das muss ich mal schauen, aber es ist halt momentan echt schlimm, auch irgendwie ein Arduino mit vielleicht Netzwerkzugang oder WLAN irgendwas zu bekommen. Es ist momentan alles ausverkauft, deswegen versuche ich hier mit den Mitteln zu arbeiten, die ich da habe, um das Ding erstmal zum Laufen zu kriegen, die Software zu schreiben und euch dann zur Verfügung zu stellen. Genau, ich würde sagen, wir gehen mal hier in Fusion 360 rein und ich logge mich mal kurz ein. Und wir gehen mal hier in Fusion 360 und fangen einfach mal an. Ich habe hier jetzt schon mal natürlich die Kontur von dem Weithalsfass. Ich habe auch in der ersten Version schon mal so eine Hülle für drumherum gebaut, dass das Weithalsfass schon mal im Prinzip komplett in so einer 3D-gedruckten Hülle drin steckt. Das Ding war natürlich viel zu groß und auch nicht schön genug, deswegen habe ich nochmal das Ganze neu designt. Und ich habe mich jetzt hier dazu entschlossen, nochmal ein bisschen mehr Fleisch nach außen zu geben, weil wir da natürlich dann entsprechend auch später dann gucken können, dass wir die Elektronik schön irgendwie eingebettet bekommen. Also nicht, dass irgendwo ein Kasten von außen drauf sitzt, sondern dass das Ganze schön in so einer runden Kabine mit drin sitzt und man ein Türchen aufmacht und da die ganze Elektronik drin ist und man jederzeit auch wirklich einen guten Zugang zu hat. Dafür bauen wir jetzt erstmal den Boden und da gehe ich jetzt hin und zeichne mir hier unten einfach mal noch so einen kleinen Layer, den ich dann später relativ einfach extrudieren kann. Beziehungsweise den ich dann rotieren kann. Das heißt also, ich mache eine rotierende Extrusion sozusagen. Und was ich aber noch machen möchte, ist genau das gleiche wie hier. Dass ich hier so eine Art Nut- und Federsystem habe, hier oben dran, womit ich dann entsprechend die Teile, die oben drauf kommen, einfach einstecken kann, Kleber drüber streichen, aushärten lassen, 5 Minuten und gut ist. Deswegen zeichne ich mir jetzt da nochmal so eine Kante mit ein und sorge nochmal dafür, dass ich einen Punkt habe, an dem ich das Ganze arretieren kann, weil das hier ist natürlich, wie ihr sehen könnt, ziemlich wackig. Ja? Das macht natürlich so keinen großartigen stabilen Eindruck. Ja? Ich möchte natürlich, dass das Ganze nochmal an 2 Punkten irgendwo aufsetzt und auch einrastet in dem Sinne. Von daher gehen wir nochmal kurz in Fusion 360 und zeichnen uns hier nochmal so eine kleine Kerbe irgendwie rein. Ja, so ungefähr, dass wir dann entsprechend das Ganze auch arretieren können, dass es auch wirklich flush drauf sitzt und dann können wir am Schluss sagen, okay, wir kleben wirklich hier auf dieser Kerbe entsprechend ein bisschen mit Kleber und hinten auf der Kante noch ein bisschen mit Kleber, dass wir sozusagen 2 Klebepunkte haben, vielleicht nochmal auf der Fläche so 2, 3 Punkte mit Kleber verteilt, dass wir sparsam damit umgehen können und das Ganze auch ordentlich hält am Schluss. Und wie man sehen kann, das Teil, was jetzt da rausgekommen ist, passt jetzt nicht mehr auf den Prusa Mini. Also die Teile hier habe ich alle auf den Prusa Mini gedruckt. Den finde ich echt bombastisch, von was Druckqualität angeht. Ja, das finde ich eigentlich schade. Aber wir können das Ganze natürlich auch auf den Voron packen. Und wer nicht verpassen will, wie das Ganze dann am Schluss aussieht und wie es sich gedruckt hat und ob es denn wirklich funktioniert und wie das Ganze weitergeht und wie das Teil am Schluss aussieht, der abonniert den Kanal. Und weiter geht's. Nächstes Mal. In diesem Sinne, hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch bitte den Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr automatisch eine Meldung, wenn das nächste Video dieser Serie entsprechend raus ist. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank. Auch nochmal an meine Patreonen Thomas, Erik, Marco, Norbert, Thomas und Berkan, genau, den Namen kann ich mir, sorry, nicht so gut behalten. Aber in diesem Sinne, ich bin raus, Hoddleline, Happy Printing und ciao. Halt, Stopp, eine Sache habe ich noch. Mein Buch ist mittlerweile fertig. Das heißt also, es kommt am 1. Oktober, kommt es raus. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich bei uns im Shop bestellen und auch natürlich bei dem Verlag auf der Webseite.
Beides ist gut. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es kauft und mir euer Feedback schreibt. In diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao.